Ich musste mich immer nur durchboxen. Voller Neid, Hunger und Angst. Ich möchte irgendwas finden. Was Schönes. Du kannst ein besserer Mensch werden. Ich kenne Ihre ganze traurige Geschichte. Wir schleusen da einen verdeckten Ermittler ein. Die wird gut aussehen neben unserem Jungen. Wir ziehen das durch und akzeptieren die Konsequenzen. Liebst du mich? Das weißt du doch. Sie wollten Räuber und Gendarm spielen und haben verloren. Ich möchte gern eine Sache gut machen. Rogers, Steven. Geben Sie mir doch eine Chance. Tut mir leid, Junge. Ich rette dir das Leben. General Patton sagt, dass Kriege mit Waffen geschlagen, aber mit Männern gewonnen werden. Ich kapier's einfach nicht, wann es Zeit ist, aufzugeben, hä? Das könnte ich den ganzen Tag machen. Unser Ziel ist es, die mächtigste Armee der Geschichte aufzustellen. Ich sollte dabei sein. Ich weiß, dass du mir das nicht zutraust, aber... Das ist kein Spaziergang, Steve, sondern Krieg. Jede Armee beginnt mit einem Mann. 5 Versuche in 5 verschiedenen Städten. Ich gebe Ihnen eine Chance. Sie werden der Erste einer neuen Generation von Supersoldaten. Warum ich? Weil der Schwache die Bedeutung der Stärke kennt. Bedeutung der Macht. Ist gar nicht so schlimm gewesen. Das war Penicillin. Wir werden diesen Krieg gewinnen, weil wir die besten Männer haben. Jetzt, Mr. Stark. Und Sie werden heute den Feind persönlich durch die Pforte der Hölle führen. Fühlst du dich? Größer. Ihre Aufgabe ist keine leichte. Wer zum Teufel sind Sie? Der erste von vielen. Ihr Feind ist nicht das, was Sie erwarten. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Sie wurden dafür auserwählt. Was hältst du davon? Das funktioniert. Die, die mich hassen, sagen immer: Tanya, erzähl die Wahrheit. Sowas wie die Wahrheit gibt es nicht. Jeder hat seine eigene Wahrheit. Ich war die beste Eiskunstläuferin der Welt für eine gewisse Zeit. Nennst du das Eiskunstlaufen, verdammte Scheiße? Fluchen Sie nicht vor den Kindern. Ich hab nicht geflucht, du. Und schon Wir wollen eine gesunde amerikanische Familie sehen. Ich habe aber keine gesunde amerikanische Familie. Du bist gelaufen wie eine unbeholfene Kampflesbe. Ich habe mich geschämt. Mein ganzes Leben lang hatte man mir gesagt, dass ich es zu nichts bringen würde. Und wissen Sie was? Vielleicht lagen die alle falsch. 4,8. Wieso bekomme ich hier keine faire Chance? Wir beurteilen auch die Präsentation. Leck meinen Wir müssen faire Wettbewerbsbedingungen schaffen. Ich kenne einen. Ich dürfte nicht mal seinen Namen sagen.
Derek. Die Presse wollte mich als ein Stück Scheiße darstellen. Das habe ich nie gemacht. Was ist überhaupt los? Wir sind vom FBI. Die ahnen was. Was können Sie uns über Tonya Harding sagen? Ich kenne keinen Tony Harding. Sind Sie nicht Ihr Bodyguard? Als ich ein Kind war, hast du mich da je geliebt? Ich hab dich zum Star gemacht, obwohl ich wusste, dass du mich hassen würdest. So ein Opfer bringt nur eine Mutter. Flucht hast du mich. Amerika. Sie wollen jemanden, den sie lieben können. Aber sie wollen auch jemanden, den sie hassen können. Ich meine, ich bitte sie. Was für ein Freak zertrümmert denn die Kniescheibe seiner Freundin, echt jetzt? Wer tut einer Freundin sowas an? Hör auf damit! Buck. Erinnerst du dich an mich? Deine Mutter heißt Sarah. Du hast deine Schuhe mit Zeitungen ausgestopft. Du wirst gesucht. Ich habe damit aufgehört. Tja, die Leute, die das nicht glauben, sind gleich da. Und sie brauchen dich nicht lebend. Captain, während viele ihr Handeln als heldenhaft ansehen, bezeichnen es einige andere als Selbstjustiz. Sie haben mit unbegrenzter Macht und ohne Befugnis agiert. Das kann die Welt nicht länger tolerieren. Ich weiß, wie viel Bucky dir bedeutet. Halt dich da raus, bitte. Du machst es nur noch schlimmer. Heißt das, du wirst mich verhaften? Das wird Konsequenzen haben. Captain, du bist zu defensiv? Naja, es war ein langer Tag. Akzeptieren wir keine Grenzen, sind wir nicht besser als die Bösen. Da bin ich anderer Meinung. Manchmal würde ich dir gern deine perfekten Zähne ausschlagen. Ich will nur sicherstellen, dass wir alle Möglichkeiten durchgespielt haben. Die Leute, die auf dich schießen, schießen am Ende meistens auch auf mich. Du weißt, was passieren wird. Ist das wirklich auf die harte Tour? Was machen wir? Wir kämpfen. Tut mir leid, Tony. Du weißt, ich würde das nicht tun, wenn ich eine Wahl hätte. Aber er ist mein Freund. Das war ich auch. The First Avenger, Civil War. Hast du am Samstag was Schönes gemacht? Naja, alle Jungs aus meiner Gesangstruppe sind tot, also nicht wirklich. Wenn du Kirsten aus der Buchhaltung nach einem Date fragst, sagt sie bestimmt ja. Darum frage ich sie nicht. Zu schüchtern. Zu beschäftigt. Hat er einen Fallschirm? Nein. Nein, hat er nicht. Ich bin bei SHIELD, um Menschen zu beschützen. Captain, um eine bessere Welt zu schaffen, muss man manchmal die alte zerstören. Und das schafft Feinde. Die meisten Nachrichtendienste glauben nicht, dass es ihn gibt. Wir es tun, nennen ihn Winter Soldier. Er ist schnell. Stark. Hat einen Arm aus Metall. Sind Sie bereit? Es reicht ein einziger Schritt. Es wird Tote geben. Das kann ich nicht zulassen. Wann fangen wir an? Schon geschehen. Der Preis der Freiheit ist hoch.
Und ich bin bereit, ihn zu zahlen. Sie sagten, ich soll keinem trauen. Das ist das Ende. Jetzt ist alles offen. Sieht so aus, als haben Sie jetzt das Sagen, Captain. Verdammt richtig. The Return of the First Avenger. Wie unterscheiden wir die Guten von den Bösen? Wenn sie auf dich schießen, sind es die Bösen.